Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt in eine neue Folge von meinem Umbauprojekt hier. Das letzte Mal habe ich ja gezeigt, wie ich alles demontiert habe, was ich nicht mehr benötige. Und jetzt kann ich endlich mit dem Aufbau starten. Und beginnen werde ich mit dem Einbau von diesem Tieferlegungskit hier und der Montage der Gabel. Ja, das hintere Tieferlegungskit ist eingebaut, hat eigentlich relativ gut funktioniert. Das Einzige, was man dafür braucht, ist einen recht großen Schraubstock, damit man die Dämpfer dort einspannen kann. Als nächstes kommt die Gabel dran. Die Gabel kann man leider nicht einfach so Plug and Play hier in den Rahmen einbauen, denn die Softail-Gabel hat einen ganz anderen Lenkanschlag als diese Dyna-Gabel hier. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, und zwar diesen Lenkanschlags-Kit hier, den ich gekauft habe. Der besteht einmal aus einer Lagerschale mit Anschlag. Und die wird einfach eingebaut anstatt der originalen Lagerschale hier. Und da gibt es ein Gegenstück, das ist diese Scheibe mit diesen langen Schlitzen drin hier. Die schraubt man auf die untere Gabelbrücke drauf. Und die Kombination aus dieser Lagerschale und dieser Scheibe hier gibt eben den Lenkanschlag. Hier hört sich relativ einfach an, ist es aber nicht, denn ich weiß nicht, wer schon mal probiert hat, diese Lagerschale hier unten rauszubekommen. Wenn man nicht Spezialwerkzeug hat, ist das ein Mordsmurks. Der Dominik vom Hopper Bash hat einen Tipp gegeben, hier einfach was dran zu schweißen, was auch immer, muss ich mal gucken, und dann kann man das wohl relativ einfach rausklopfen. Ob das wirklich so einfach ist, das werden wir gleich sehen. Ja, die alte Lagerschale ist glücklicherweise sehr gut rausgegangen. Vielen Dank für den Tipp, Dominik, war sehr wertvoll. Jetzt muss die neue Lagerschale mit dem Anschlag hier vorne reingepresst werden. Ich probiere das mal mit Hilfe dieser Gewindestange, und bevor ich die reinpresse,
werde ich noch einschmieren mit Loctite, hochfest, ultrafest, ganz fest, also mit der härtesten Version, die Loctite hier anbietet. Ja, mein super schlauer Plan, die Lagerschale hier mit Hilfe einer Gewindestange reinzutreiben, hat natürlich nicht funktioniert. Daraufhin folgte spontan Plan B und das war Hammer, Kantholz und eine große Nuss. Und mit deren Hilfsmittel habe ich es geschafft, die Lagerschale hier in den Lenkkopf reinzutreiben. Sicherlich nicht die eleganteste Art und Weise, aber wie man sehen kann, es hat funktioniert. Ja, als nächstes ist die Gabel dran. Da muss hier zum einen das Gegenstück von dem Lenkkopflager hier, den Lenkanschlag, befestigen. Diese Platte, das ist nochmal die gleiche hier, diese wird hier von oben hier verschraubt, allerdings kommt man hier sehr schlecht dran wegen der Lenkkopfachse, also ist kaum möglich hier eine gerade Bohrung durchzuführen, geschweige denn nachher die Gewinde reinzuschneiden. Das bedeutet, ich werde hingehen und die Scheibe hier von unten anzeichnen, nachher von unten auch die Bohrungen einbringen und auch die Gewinde reinschneiden und natürlich nachher von oben verschrauben. Ja, ansonsten will ich hier die obere Gabelbrücke noch etwas cleanen, also die ganzen Anbauteile hier oben wegflexen und wegschleifen. Bin gespannt, ob das wird. Das Ergebnis soll nachher sein, dass quasi die obere Gabelbrücke so clean ist wie die untere. So, die Gabelbrücke ist soweit fertig. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Als nächstes sind die Gabelholme dran. Auch hier sind einige Alterserscheinungen drauf zu erkennen. Ich werde jetzt auch mal abschleifen und hoffe, dass das Ergebnis nachher genauso positiv sein wird wie das von der Gabelbrücke. Soweit fertig, war jede Menge Polier- und Schleifarbeit. Gerade hier oben im Bereich der oberen Gabelbrücke, wo ich die Halterungen entfernt habe, gab es jede Menge zu schleifen und jede Menge zu polieren. Genauso wie an den Gabelrohren hier. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und jetzt machen wir weiter mit den Felgen und mit den Reifen.